Willkommen zurück hier im TSW, heute mal mit einer anderen Fahrt. Und zwar geht es heute nicht um die 110, die hier steht. Es geht auch nicht um die N-Wagen, sondern wir fahren heute mit einem Hai. Ja, das ist unsere heutige Aufgabe. Wir fahren heute mit einem Hai einmal auf Bremen Oldenburg. Das ist unsere heutige Lokomotive. Das Video bitte heute nicht allzu ernst nehmen, sondern mit dem nötigen Humor. Mod vom guten Foley. Wen es interessiert, Link dazu ist in der Videobeschreibung zum Mod. Basiert tatsächlich auf der Baureihe 182 für Kassel-Würzburg und ja, unser Hai steht bereit, wie auch. Das ist hier die Innenansicht, die gibt es nicht so wirklich. Deshalb müssen wir heute mit der Außenansicht fahren. Fahrtrichtungswender ist schon in Vorwärtsstellung, wir müssen noch die Bremsen lösen. Ja, also leider hat der Hai halt keinen Führerstand. Das ist schade, aber ist so. Hier, der Hai ist noch hier dran gekuppelt. Man sieht's, damit er nicht weglaufen kann. Und ja, wir fahren heute ungefähr 5 Kilometer. Kleines, kurzes Video. Und machen uns auf den Weg, sobald sich die Bremsen lösen. Die Fahrmotorlüfter gehen hörbar an vom Hai. Das ist das neue Vectron DLC. Die Sharktron. So. Wir müssen jetzt mal langsam losfahren. Da hinten rollt noch ein Güterzug heran. So. Na, schauen wir mal, dass wir rollen. Das wäre natürlich schön. Oh, wir rollen immer noch nicht. Fährt er gerade auf uns zu? Moment mal, was passiert hier? Hallo, bitte anhalten. Wir müssen ein bisschen mehr Leistung reingeben. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. So, was ist los? Der Hai braucht noch ein bisschen. Bremsen sind doch schon alle gelöst. Wir machen einmal kurz die Leistung raus. Na? Das Problem ist, man kann halt jetzt nicht irgendwie in den Führerstand rein und gucken, was da jetzt genau falsch ist. Also Bremse ist auf jeden Fall gelöst. Ich kann noch ein bisschen mehr Leistung reingeben, auch wenn wir jetzt schon dann so gesehen in den Radschlupf kommen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich frage mich gerade, ob wir eigentlich hier entkoppeln können. Ups. Aber würde theoretisch gehen. Sind denn die Handbremsen hier gelöst? Da. Handbremse ist gelöst. Auch hier vermutlich. Ja, also ich glaube vom Zug sind alle Handbremsen gelöst. Achso, ja, vergessen, es gibt keine Innenansicht. Moment, wir machen nochmal einen kleinen Schnitt und wenn es losgeht, sehen wir uns wieder. Ich versuche das mir jetzt mal hier praktisch. Ich versuche das hier mal mit dem Hai irgendwie zu lösen und wir sehen uns gleich in einem Augenblick wieder. So, wir fahren. Ich habe da jetzt gar nichts groß dran geändert. Wir hätten einfach nur noch einen weiteren Augenblick warten müssen, bis sich die Bremsen anscheinend komplett gelöst haben. Wir haben natürlich heute das Hutt jetzt mal mit am Start und ja, unser Hai schwimmt los. Ist praktisch aus der Weser
entkommen und dachte sich, ich führe jetzt ein selbstständiges Leben. Ich bin jetzt eine Lok. Lieber Hai, es ist das Jahr 2023, du kannst sein, was du möchtest. Und wenn du eine Lok sein möchtest, dann kannst du ruhig eine Lok sein und Güterzüge durch die Gegend ziehen. Tja, da staunen jetzt gleich die Leute im Bahnhof. Das ist aber schön hier. Kleine Parallelfahrt sogar noch. Tja, also passt ja farblich sehr gut, oder? PZB habe ich jetzt mal nicht angemacht. Der Hai hat, glaube ich, auch eine PZB, aber lassen wir mal besser aus. So, einmal hier durch den Bahnhof durchballern. Können uns mal hier draufsetzen auf den Hai. Und haben wir ein Horn? Jawohl, der Hai hat auch ein Horn. Eigentlich müsste man jetzt die Titelmelodie vom Weißen Hai abspielen, ne? Mache ich nicht, weil das Lizenzen benötigt. So, alle Achtung, ein Hai muss einmal vorbei. Einmal durchlassen. Man kennt den Witz von früher, ne, mit Hai. Wo? Lassen Sie mich durch, ich bin ein Hai. Oh, die Flossen sind sogar... Ja, passt sogar halbwegs vom Lichtraumprofil her. So, 40 sind erreicht. Gleich dürfen wir 50 fahren. Joa. Also das wird die erste und einzige Fahrt in dem Hai bleiben natürlich. Ist natürlich nur ein Gag, nur ein kleiner Scherz. Aber auf jeden Fall... Absolut witzig. Aber sieht auf jeden Fall schön aus, oder? Also, man kann ja auch mal vielleicht das Video Siemens oder Bombardier bzw. Altstrom oder Stadler zuspielen. Vielleicht wollen die ja demnächst ihre Loks auch ein bisschen redesignen. Vielleicht nicht ganz so breit, ne? Das mit der Flosse könnte ein bisschen schwierig werden mit Gegenverkehr. Aber an sich... diesen scharfen Zähnen hier. Wir können uns ja praktisch in das Gebiss reinsetzen. Ja, nicht so wirklich. Ne? Hier ist eine Collision. Ne, wir kommen da leider nicht rein. Er guckt aber sehr unschuldig, oder? Also er sieht schon so aus, als hätte er echt Spaß dran. Also richtig glücklich. Finde ich toll. Das macht mich selbst auch sehr, sehr glücklich, dass es dem Hai gut geht. Auch schön, wie das hier einfach da noch so dranhängt. An diesen Seilen. Tja, bekommt man davon genug? Ich würde sagen, nein. Hier, kann sich ja mal die TG überlegen, ob sie nicht ein High-Lock-DLC veröffentlichen wollen. Das würde ja ganz gut passen mit ihren anderen, mit der anderen Franchise, die haben, mit Fishing irgendwas. Die haben ja so einen Fischtitel. Also keinen Fischtitel, sondern einen Fischerei, eine Fischerei-Game-Franchise. Wo man angelt. Naja. Also ob man da so einen dicken Hai angeln kann, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Und wie gesagt, dass der Sounds macht wie vom Taurus, ist nicht zufällig so, sondern es basiert halt praktisch auf den Taurus. Als Lok, als Körper, wenn man so möchte. Und die Außenhülle ist aber eine andere, beziehungsweise nicht als Körper, sondern eben als das Innere. Oh, das wird aber einen kleinen Unfall hier jetzt geben mit der Flosse. Ah. Okay, naja. Also wenn der Hai jetzt wollen würde, könnte er ins Meer springen, beziehungsweise in den Fluss.
zurück zu deinen Artgenossen. Möchte aber nicht. Er möchte weiter in Entzug sein. Gut, dass wir nicht in irgendeiner Form tatsächlich aus dem Gleis fallen, weil die Flossen gegen irgendwas gegenkommen und das eine Kollision verursacht. Das ist nicht unvorteilhaft. Schön hier übrigens, dieses sehr bewachsene Stück Gleis. Also in sich nicht schön, aber schön, dass das hier so umgesetzt ist. So, wir haben noch 2,9 Kilometer, da müssen wir auch schon anhalten. Unser Hai hat sicherlich gute Bremseigenschaften, macht noch nebenbei den Bahnsteig sauber. Einmal mit der Flosse. Falls die Passagiere stehen, müssen die einmal drüber springen. Ja, und springen. Ja, hat nicht geklappt. Und springen. Springen. Ja, klappt auch nicht. Naja. Dann nicht. Und das Interessante ist allerdings hier an der Mod, um da ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit reinzubringen, dass das ja letztlich auch mal wieder zeigt, wozu ModderInnen fähig sind. Ne, was die so für Skills haben, was man mittlerweile im TSW machen kann und das ohne offiziellen Editor. Oh, ist das ein rotes Signal für uns? Ich glaube schon. Das führt nichts. Ich glaube... Ah nee, doch nicht. Das ist ein Ersatzsignal. Ne? Okay, da dürfen wir drüber fahren. Ich hoffe, die Bremsen lösen sich. Bevor wir zum Halten kommen. Ah, das dauert ordentlich. Okay, so, wir werden jetzt nicht mehr langsamer. Ich hatte ja schon mal diese eine rumänische Lok gezeigt, die auf dem... technisch gesehen auf der 155 basierte. Die Lok ist leider bisher nicht fertig geworden. Mal schauen, ob sie das jemals wird, aber das ist halt so einer der Beweise. Oh, guck mal, wir haben hier sogar tatsächlich Bügelfeuer gehabt. Flossenfeuer. Aber das beweist ja letztlich, dass ja vieles möglich ist, von dem wir niemals dachten, dass das jemals möglich sein wird im TSW. Und der gleiche Modder hat ja auch die 152 in Arbeit und den Vectron ja auch. Und ICE4 ebenfalls und für sich privat ja auch noch ein Desiro HC, den man schon diverse Male gesehen hat. Also es ist da schon echt viel mittlerweile möglich und das Ganze ohne Zutun von DTG. Ja, die haben ja jetzt nicht... da irgendwelche Modding-Tools rausgehauen. Und trotzdem ist das halt möglich, dass wir hier mit einem Hai einen Zug ziehen können. Sieht doch, also ich finde, der fliegt doch ganz elegant über die Gleise, oder? Als würde er gar nicht fahren. Also, verrückt. Ja, und hier hinten ist soweit alles klar. So, an einem Kilometer müssen wir anhalten ungefähr. Wir rollen jetzt hier einfach mal noch ein bisschen durch die Gegend und genießen die letzten Augenblicke mit unserem Hai. Mal schauen, ob der nochmals einen Auftritt auf diesem Kanal haben wird. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich muss ehrlich sein, es ist auch nicht geplant, dass er nochmal hier auftauchen wird. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So, wir nehmen jetzt hier die Abzweigung nach rechts und fahren dann Richtung Bremen-Grollland. Weg von der Hauptstrecke. Da geht es dann Richtung Oldenburg. Und wir fahren einmal hier lang. Einmal über den BÜ. Ja, da staunen die AutofahrerInnen auch nicht schlecht, ne? Wenn da jetzt so ein Hai entlang brauchst, kann man schon mal große Augen machen. Genauso wie der Hai ja auch große Augen macht. Ne? Der ist glücklich. So, wir müssen gleich anhalten.
bremsen mal ein bisschen rein. Damit wir weiterrollen. Es geht eh ein bisschen bergauf. Ah, hier sind wir noch über den Bahnübergang. Wo sind denn die ganzen Autos auf einmal hin? Alle weg. Hatten alle Angst und dachten sich, jo, was geht denn hier? Und sind einfach umgedreht. Dachten sich, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir haben nichts gesehen. So, das ist Bremen-Grolland. Haben noch rund 26 Meter. So, der Zug ist mittlerweile komplett auf dem Gleis angekommen und hat jetzt gleich auch die letzte Weiche freigegeben. Und wir halten nach vorne vor dem Signal. Und wir halten an. Oh, so. Jawohl. Unser Hai hat unseren Güterzug sicher ans Ziel gebracht. Ja. Mehr gibt es in diesem Sinne nicht zu tun. Der steht jetzt erstmal hier und wird jetzt gleich gefüttert. Ja, dann wird er umgesetzt gleich und darf dann ans andere Ende des Zuges. Aber das machen wir dann nicht mehr zusammen, sondern das macht der Hai dann ganz alleine, geht dann auf große Fahrt, hat auch Zulassung für mehrere europäische Länder und kann im Grunde genommen ja, überall hin, wo er möchte und ein freier Hai sein. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, für die Aufmerksamkeit, für die heutige Fahrt hier. Und beim nächsten Mal fahren wir dann mal wieder einen richtigen Zug. Aber für heute wäre es das erstmal. Alles Gute, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.